Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches, rationales Denken. Mein Name ist Koya Barkon und ich war gerade auf Shoppingtour in Griechenland. Nicht um mir neue Hawaii-Hemden zu kaufen, weil ganz ehrlich, die sind, was den Stil angeht, doch sowieso nicht mehr zu übertreffen, sondern ich habe mich ein wenig mit griechischen Aktien eingedeckt. Und viele werden jetzt vielleicht sagen, sag mal, bist du eigentlich noch zu retten? Ja? Rationales Denken und dann investierst du jetzt in diese marode Wirtschaft, bist du von allen guten Geistern verlassen? Warum ich es trotzdem getan habe, werde ich dir in diesem Video mal zeigen. Und ich werde ein bisschen darauf eingehen am Anfang zum Thema makroökonomische Daten und die Kapitalrendite, also das Ganze miteinander vergleichen. Dann werden wir so ein bisschen das Herdenverhalten mal thematisieren und überlegen, wie es sich vom Alltag in Bezug auf die Börse übertragen lässt und ob es sich übertragen lässt. Dann werde ich so ein bisschen was zu griechischen Banken sagen, denn das kam dann als Frage bei Facebook hier auch auf. Und dann euch verraten, wo ich denn auch dann tatsächlich real investiert habe. Das ganze Video, kann man schon unschwer erkennen, ist wahrscheinlich eher für aktivere Anleger geeignet. Das heißt, die einfach nur in drei große globale Indizes investieren in Form von ETF, die sind wahrscheinlich jetzt hier nicht so interessiert. Die können dann wieder irgendwann beim nächsten Video einschalten. Aber vielleicht interessiert es dich ja trotzdem. Grundsätzlich erstmal das Thema Wirtschaft. Ja? Wenn du dir die Nachrichten anguckst, obwohl da jetzt in letzter Zeit eher weniger aus Griechenland berichtet wird. Das heißt, wir haben vor allem mit Anschlägen, Terrorismus und so weiter zu tun. Das heißt, in den Medien wird nicht das wiedergegeben, jetzt insgesamt natürlich, nur im Durchschnitt meine ich. Natürlich wird irgendwo einzeln in irgendeiner Zeitung jetzt auch über Griechenland berichtet. Aber allgemein, wenn man die Tagespresse und sich anguckt, wird ja nicht das vor allem berichtet, was gerade auf der Welt überall im Durchschnitt so passiert, sondern es wird das berichtet, was am meisten Klicks generiert für die ganzen Zeitungen, Newsletter und so weiter und so fort. Wenn jetzt nichts mehr aus Griechenland berichtet wird, geht es denn jetzt viel besser? Ja? Und tatsächlich ist genau das der Fall. Ja? Weil wenn wir uns die Daten angucken, sehen wir, dass es in Griechenland schon bereits im Jahr 2014 ein Wirtschaftswachstum wieder gab und im Jahr 2015 sogar ein noch viel höheres Wirtschaftswachstum gab. Ja, also gar nicht so schlecht, wie alle immer über die Wirtschaft und so weiter reden. Natürlich gibt es eklatante Probleme und so, aber das spielt überhaupt gar keine Rolle. Die meisten haben hier nämlich diese unglaublich fatale Illusion, dass sie einfach nur eine gute Wirtschaft finden müssen und dann dort investieren, ja, und schon, tada, haben sie eine wunderbar schöne Kapitalrendite. Wenn das aber so einfach wäre, dann wäre ja jeder Taxifahrer und jeder Putzfrau, die irgendwann mal eine Aktie gekauft hat, jetzt schon bereits Multimillionären. Aber leider ist es eben nicht so. Und genau das beweise ich dir jetzt. Wir gucken uns jetzt mal nämlich das Wirtschaftswachstum im Vergleich zur Kapitalrendite an. Und zwar ausgedrückt in Form eines ETFs hier von Lyxor auf den ATEX. Ja, das ist der größte Aktienindex in Griechenland, der halt ja, die ganzen Large-Cap-Unternehmen aus Griechenland enthält. Dann sehen wir hier, okay, natürlich ganz klar, seit 2008, Finanzkrise, Lehman-Blase geplatzt und so weiter, ging es natürlich dramatisch bergab. Ja. Und wenn man sich dann die Wirtschaftsdaten anguckt, Kolja, sieht man doch, ging genauso dramatisch bergab. Also, habe ich vielleicht doch Unrecht? Nun ja, guck's dir mal genauer an. Im Jahr 2008 ein negatives Wirtschaftswachstum von 0,44%, aber der Aktienmarkt ist viel, 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 viel stärker nach unten bewertet worden. Ja? Das heißt, wo hier der ETF Anfang 2008 noch auf 14 Euro stand, stand er dann Ende des Jahres nur noch auf 4,90 €. Ja. Dann aber im nächsten Jahr, nach einem kurzen Abschwung Anfang des Jahres, ging es steil bergauf. Und obwohl er zum Schluss wieder etwas nachließ, ja, hat der Aktienmarkt insgesamt im Jahr 2009 positiv rentiert in Griechenland. Gucken wir uns jetzt aber das Wirtschaftswachstum an, sehen wir, im Jahr 2009 ging es minus 4,4% nach unten. Das heißt, es gab eine negative Korrelation zum Aktienmarkt im Jahr 2009. 2010 und 2011 gucken wir uns mal an.
deutlich negatives Wachstum, was die Wirtschaft angeht. Jetzt gucken wir auf die Kapitalrendite. Okay, na klar, hier war tatsächlich keine starke positive Korrelation gegeben. Im Jahr 2011 war sie etwas stärker, im Jahr 2010 nicht. Ja? Und dann im Jahr 2012 gab es, und genau auch im Jahr 2013 gab es hier eher so eine Art Seitwärtsmarkt, obwohl es in der Wirtschaft trotzdem noch ziemlich mau aussah. Und jetzt in der nächsten, also im Jahr 2014 und 2015, positives Wirtschaftswachstum in Griechenland, ja, liest man auch nicht allzu oft, aber steht hier jedenfalls, wenn wir die Korrektheit dieser Daten von Statista mal annehmen und voraussetzen und sehen, trotzdem hat aber im Jahr 2014 und 2015 bisher der Markt negativ rentiert. Ja, das heißt, wir sehen hier, Anfang des Jahres 2014 war der ETF auf knapp 2 Euro, Ende des Jahres auf knapp 1,2 Euro und Anfang 2015 eben auf diesen 1,2 und jetzt aktuell seht ihr es ja auf 0,92. Das heißt, trotz positiven Wirtschaftswachstums kann es an der Börse runtergehen und trotzdem, dass es an der Börse auch hochgeht, kann das Wirtschaftswachstum negativ sein. Das heißt, makroökonomische Daten, Geschäftsklimaindex, BIP und was auch immer, hat nichts mit deiner Aktienrendite primär zu tun. Es kann immer mal wieder zwischenzeitlich korrelieren und langfristig korreliert sowieso, ja. Aber zwischendurch muss das überhaupt nichts zu bedeuten haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist das Thema Herdenverhalten, ja. Im Alltag ist es so, wenn du hier auf die Insel kommst und sagst, Kolja, lass mal schön essen gehen zusammen, ich lade dich ein auf einen Kaffee und ein paar Haferflocken, ja, dann sage ich, na gut, lass uns mal da vorne gehen, da gibt es ein paar. Dann sagst du, nee, da war nur ein Scherz, wir gehen mal ins richtige Restaurant und zwar in irgendein anderes Dorf. Ja. Und dann sage ich, na gut, machen wir das mal, aber ich kenne mich da nicht aus. Und sagt ja, kein Problem, wir gucken einfach, was die anderen machen. Und dann sehen wir, da sind zwei Restaurants, im einen essen ganz viele Leute ganz viel Haferflocken-Shakes und es schmeckt angeblich richtig gut. Und im anderen sitzen nur irgendwie drei Obdachlose, die da halb auf den Tischen liegen und keiner ist in diesem Lokal drin. Nun ja, Herdenverhalten suggeriert uns, geht dorthin, wo die anderen sind. Machen wir natürlich auch und wir sehen, die Haferflocken schmecken da wirklich toll. Ja, das heißt, das Herdenverhalten hat uns im Alltag einfach immer wieder gezeigt, dass es sehr sinnvoll ist, im Durchschnitt mit der Masse zu gehen. Ja, im Durchschnitt. An der Börse ist es aber nicht unbedingt so. Hier kann es sein, dass wenn alle Menschen von einer Sache extrem überzeugt werden, dass es dann wirklich negativ ausgehen kann. Und andererseits, wenn alle Leute so auf einmal dann richtig pessimistisch werden, kann es sein, dass es richtig gut ausgehen kann. Deswegen hat Warren Buffett ja auch mal gesagt, sei gierig, wenn alle Angst haben und hab Angst, wenn alle anderen gierig werden. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst in Bezug auf den griechischen Aktienmarkt, aber für mich sieht der jetzt aktuell nicht sehr gierig bewertet aus. Fassen wir also mal kurz zusammen. Ja. Erstens, makroökonomische Daten müssen nicht zwingend irgendwie irgendwas mit der Kapitalrendite zu tun haben. Und zweitens, Herdenverhalten bedeutet, dass man vor allem dann Rendite machen kann, wenn man Dinge tut, die andere gerade nicht tun. Und wenn man sich jetzt in ganzen Gruppen, Foren und so weiter austauscht und man guckt, was die Leute, was präsent ist, merkt man, fast keiner beschäftigt sich halt aktuell mit diesem Thema. Ja? Und das ist für mich immer genau der erste Moment, wo ich dann anfange, mich irgendwo einzulesen und wo ich dann meinen Taschenrechner schnappe. Ja? Ein Value Investor ist ein Contrarian, ja, with a Calculator, mit einem Taschenrechner und dann anfange, meine Berechnungen zu machen. Und wer die Hausaufgaben frühzeitig gemacht hat und sich schon vor dem ganzen Kram auch mit Aktien und so weiter beschäftigt hat, ja, der hat natürlich jetzt besonders gute Karten, weil er jetzt in seiner Watchlist schon viele Unternehmen hat, die jetzt extrem günstig sind. Guckt euch jetzt mal zum Beispiel griechische Unternehmen an. Ja, wenn man hier einfach bei Wikipedia mal eingibt oder hier griechische Unternehmen. Ja, und dann kannst du dir einfach mal die Liste der größten Unternehmen in Griechenland angucken. Ja, und dann siehst du hier alle, kannst die mal überall eingeben, in deinem Broker, zum Beispiel bei Comdirect und so weiter, und kannst dir mal die ganzen Bewertungen, die KGVs und so weiter angucken. Du wirst merken, hier gibt es spottbillige Dinge. Und nicht nur was das KGV angeht, auch das EV-EBIT-Ratio und so weiter, also mit Schuldenberücksichtigung und so weiter, gibt es tatsächlich trotzdem noch viele günstige Unternehmen.
Einige hatten dann gefragt auf Facebook, wie ist es denn mit den Banken und so. Hier passe ich persönlich extremst auf, ja, weil gerade, und dann nehme ich euch mal ein präsentes Beispiel, die National Bank of Greece, ja, die größte griechische Bank, und die hat jetzt enorm an Wert in den letzten Tagen nochmal verloren. Warum ist das so? Nun ja, die ganzen Banken müssen sich jetzt neu finanzieren und machen teilweise extreme Kapitalerhöhungen. Und das bedeutet, bei der National Bank of Greece gab es dann die Meldung, dass die Kapitalerhöhung wahrscheinlich bei 2 Cent pro Aktie stattfinden wird. Das heißt, die neuen Investoren zahlen 2 Cent für eine Aktie. Und das führt natürlich dazu, dass die ganzen alten Aktionäre richtig angepisst sind und alle jetzt gerade sagen, leckt mich doch, ich fange jetzt an, meine Aktien hier zu verkaufen, wenn die dann sowieso nichts mehr wert sind. Das heißt, Aktien, die sich mit Banken und so weiter, einfach Aktien von Bankunternehmen, da bleibe ich generell als aktiver Anleger immer weg, weil es mir persönlich sehr schwer fällt, die überhaupt zu bewerten. Ja, die sind ja so komplex in ihrer Struktur häufig, in ihrer Bilanz. Also allein der Geschäftsbericht der Deutschen Bank auch manchmal oder von anderen Banken ist manchmal irgendwie 300 Seiten lang und die tragen da immer noch die nächsten ganzen Dinge. Und das geht mir einfach so auf die Nerven, dass ich mich sowieso von Banken meistens fernhalte, ja. Wo habe ich jetzt aber im Endeffekt investiert? Naja, ganz einfach. Ich habe gesagt, weißt du, es kann im Prinzip immer in solchen Szenarien, wo es vielen Unternehmen auch nicht unbedingt gut geht, natürlich immer einen treffen, der wirklich dann insolvent geht. Hatten wir jetzt in Spanien gerade den Fall, ein Energieunternehmen Abengoa, ja, steht kurz vor der Insolvenz. Die Aktie ist in den letzten 2 Tagen um 80% oder so gefallen. Und das ist natürlich dann in dem Fall als Altaktionär ziemlich blöde Situation. Ja. Wie kann man dieses Risiko umgehen? Naja, indem man zum Beispiel einfach in die griechische Wirtschaft an sich investiert. Und genau das habe ich getan. Das heißt, ich habe einfach hier diesen, ich gehe nochmal zurück, ATEX ETF gekauft. Das ist ein Swap-basierter ETF und habe einfach jetzt hier drauf gesetzt, dass langfristig sich die Aktien und die Unternehmen in Griechenland wieder erholen und dass dann nach und nach die ganzen Pessimisten auch wieder hier investieren werden und ich dann eine schöne Rendite mitnehme. So, war das jetzt so schwer? Nein, war es nicht. Das Einzige, was schwer ist, ist halt einfach gegen einen Strom zu schwimmen und einfach eine Entscheidung zu treffen, die man unabhängig von anderen trifft. Kann ich falsch liegen? Natürlich kann ich falsch liegen. Und deswegen berechne ich dann auch einfach, was passiert, wenn ich falsch liege. Kann ich mit dem Verlust, der dann entstehen würde, kann ich damit leben? Ja oder nein? Was wäre aber, wenn gleichzeitig ein ziemlich großer Gewinn, also wenn die Upside viel höher ist als das, was noch passieren kann? Ja, dann wäre ich natürlich wirklich positiv überrascht und würde mich richtig freuen. Und das heißt, am Ende muss man immer als Investor eine eigene Entscheidung treffen. Und das ist jetzt hier absolut bitte keine Empfehlung. Ja, deswegen habe ich auch kein einzelnes Unternehmen mir irgendwie rausgepickt, weil ich ganz genau weiß, irgendwelche Pappnasen da draußen würden das einfach ohne nachzudenken übernehmen. Und dann, wenn es dann schlecht läuft, würden sie alle sagen, Kolja, du bist schuld. Ja, und deswegen, so habe ich jetzt das ganze Thema Griechenland und so weiter angegangen. Jetzt siehst du, was da rausgekommen ist. Und am Ende des Tages war das die Entscheidung, die dazu geführt hat, dass ich hier investiert habe. Und vielleicht hole ich mir dann doch irgendwann noch ein neues Hawaii-Hemd. Man wird sehen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Haferflocken essen, finanzielle Freiheit durch rationales Denken. Ciao.